Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Wie gesagt, wir können das auch von hier aus markieren. Und da nur drauf und dann drücken wir die Taste E. Und dann reisen. So. So, Jupiter Soul System. Natürlich auch erstmal scannen. Ressourcen? Keine. Okay. Wir gehen mal weiter raus. Wo sollen wir denn hin? Da sollen wir hin. Die Astara. Astarea oder so ähnlich. So. Reisen. Das bin ich. Dafür bin ich hier. Aber hallo. Das hat Adler gesagt, dachte ihm wäre das herzlich egal. Habe ich mich nicht schon bewiesen? Adler gegenüber? Klar. Aber vielleicht bist du ja nur sein neuester Impulskauf. Aber ich will mal nicht so sein. Du darfst mir beweisen, dass du keine pure Vergeudung von Kabinenluft bist. Dafür bin ich hier. Abwarten. Wird das Wasser tief, heißt's untergehen oder schwimmen. Also, bevor ich dich ranlasse, legen wir alle Karten auf den Tisch. Keine Ahnung, ob Adler es erwähnt hat, und ich hoffe für ihn, er hat's nicht. Aber du schließt dich hier nicht irgendeiner Piratencrew an. Du schließt dich der Crimson Fleet an. Also, falls du die kleine Aufgabe überstehst, die ich für dich geplant habe. Ein medizinisches Versorgungsschiff namens Regana springt in den Orbit von Enceladus. An Bord findest du einen Verräter namens Austin Rake. Ich will ihn tot sehen. Okay, ist so gut wie erledigt. Ich muss darüber nachdenken, welche Optionen habe ich, um den Job abzuschließen. Warum jagst du Austin Rake nicht einfach selber? Ja gut, das sind alles Fragen, die wir nicht stellen sollten, denke ich mal. Ein medizinisches Versorgungsschiff? Warum kein Schiff mit echter Beute? Bei diesem Auftrag geht's nicht um Beute. Aber man braucht wohl einen Anreiz. Behalte den wertlosen Schrott, den das Schiff geladen hat. Wichtig ist nur, dass Rake stirbt. Oh Mann, auch noch ein Mordauftrag, ey. Da bin ich ja überhaupt nicht mit einverstanden. Muss darüber, welche Option habe ich, um den Job abzuschließen? Ja, ich glaube nicht, dass ich da großartige Optionen habe, weil, ne? Da ist schon, ich muss mal gucken, was wir uns da so einfallen lassen. Ja, ist so gut wie erledigt. Erledigt ist es erst, wenn Rake nicht mehr atmet. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Und lass mich nicht zu lange warten. Das ist also die berüchtigte Neva Mora. Ich muss sagen, wenn sie das Beste ist, was die Crimson Fleet zu bieten hat, war der Beitritt wohl ein Fehler. Wie kannst du sicher sein, dass Austin Rake auf der Regana ist? Ich beobachte Rake seit Monaten, auch wenn er mir das ziemlich schwer macht. Er wechselt so oft seinen Standort und seine Identität, dass es mich an Vermögen kostet, ihn zu verfolgen. Aber weißt du was? Es ist jeden verdammten Credit wert. Er hat mich vor Delgado bloßgestellt und ich hole mir seinen Kopf auf einem Pfahl. Warum willst du aus den Rake tot sehen? Rake hat früher zur Fleet gehört. Scheiße, ich habe überhaupt erst für ihn gebürgt.
Damals hatte er noch einen anderen Namen und eine andere Identität. Hat auch tonnenweise Credits reingebracht. Es war alles prima, bis er raus wollte und abgehauen ist. Und niemand. Ich meine, niemand haut von der Fleet ab. Okay. Übertragung beendet. Zielerfassung? Was? Achso. Du strapazierst meine Geduld, Neuling. Ah, okay, ich bin ja schon weg hier. Wollte ja nur mal ausprobieren. So. Auf zum Saturn! Schon wieder. Ich habe schon wieder zu lange die Taste gedrückt. Verdammter Mist. Wieso müssen die Tasten auch immer alle doppelt belegt sein? Ach, Gär. Hätte man sich auch sparen können hier. So. Darf ja nur antippen, sozusagen. Ah, wir brauchen mehrere Sprünge. Okay. Ja, unser Sprungantrieb ist halt auch noch nicht so groß. Ja, hier heißt er ja Kraft. Antrieb. Hier spricht Dimitri Moldavski, Pilot der Ragan. Oh Junge, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ihr habt ein Crewmitglied an Bord, das ich suche. Der Ärger hat euch wohl gefunden. Ihr habt die Aufmerksamkeit der Crimson Fleet auf euch gezogen. Angreifen, ihr seid auf dem Weg in euer Grab. Nee. Oh Junge, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ihr habt ein Crewmitglied an Bord, das ich suche. Okay. Was hast du mit diesem Crewmitglied vor? Ah, okay. Crimson Fleet, die Sache läuft so. Ihr macht eure Luke auf, ich komme an Bord. Ich habe nur eine einzige Forderung. Tötet Austin Wake, dann lasse ich euch gehen. Ja, wir versuchen es mal hier, ne? Die Fleet will Wake tot sehen. Ich will an Bord kommen und besprechen, wie man ihn verschonen kann. Oh Gott, ich weiß nicht. Bedenke, dass wir nicht damit drohen, an Bord zu kommen. Wir fragen nett. Ein wichtiger Unterschied. Eigentlich ungern, aber ehrlich gesagt wäre es so sicherer für uns. Okay, du kannst andocken. Dann unterhalten wir uns. Okay, vielen Dank. So, jetzt muss ich mal... Oh, Geschwindigkeit runter, Geschwindigkeit runter. So. Wir müssen noch ein bisschen näher ran. So, können wir jetzt... Muss mal eben gucken, wo wir hin müssen zum Andocken. Oh. Das ist gar nicht so einfach hier. So. Achso, kann ich schon mit R andocken? Tatsächlich. Andocken. Dachte, ich müsste an eine bestimmte Position fliegen oder so, aber das ist wohl nicht so. Aufstehen. Du bist besser als das Allerbeste. Ich weiß, das klingt zwar ziemlich unmöglich, aber irgendwie schaffst du es doch. So, muss da oben. Ist vor dem Aufbruch noch Zeit für ein Nickerchen? So. Dann wollen wir mal.
Okay, ich glaube, ich speichere mal einmal. Sicher ist sicher. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Hättest du uns töten wollen, wäre das von deinem Schiff ausgegangen. Wär's um unsere Fracht gegangen, hätten wir sie abwerfen können. Ich bin wohl einfach mal still und lass dich reden. Ja. Ich weiß nicht, wer über Funk zuhört, so ist es sicherer. Ich wollte sicher gehen, dass keine echte Beute an Bord ist. Sagt mir einfach, wer von euch aus den Wake ist. Nee, erstmal so ein bisschen Smalltalk halten, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, wer über Funk zuhört, so ist es sicherer. Stimmt. Und das heißt, dass irgendjemand nicht wissen soll, was du wirklich treibst. Kannst du jetzt bitte sagen, was das alles soll? Ja, kann ich. Oh. Ja, überzeugt. Komm, wir versuchen es zu überzeugen. Du verlangst von mir, meine eigene Crew zu verraten. Wir haben 3 Versuche. Wake ist Pirat. Er hat deine Gnade nicht verdient. Stimmt. Ich kenne ihn nicht sehr gut. Und manches, was er sagt, ist verdächtig. Wir haben noch 2 Züge. Oh. Sei kein Dummkopf. Mit der Künsten Fleet liegt man sich nicht an. Beute. Scheiße. Ich habe wirklich keine andere Wahl, oder? Rake ist Pirat. Er hat deine Gnade nicht verdient. Wer er früher auch war, jetzt ist er Mitglied meiner Crew. Genug der Rede, Dimitri. Machen wir kurzen Prozess, solange wir in der Überzahl sind. Dann mal los. War es ja eigentlich nicht geplant, aber die lassen wir ja keine andere Wahl. Bin fast am Ende. Ich hab's ja versucht. Das ruckelt aber hier ganz schön gerade. Das war der letzte. Hast du völlig den Verstand verloren? Rake war dein Ziel. Ich bin nicht auf dieser Reise, um an einem Massenmord teilzunehmen. Ja, aber die haben uns doch gar keine Wahl gelassen. Ich hab's doch versucht, friedlich zu lösen. Bist du jetzt sauer, Schätzchen? Gute Arbeit mit dem Barkeeper. Du musst sicher noch öfter in einem Weltraumhafen Infos beschaffen. Okay, dann mal tschüss. Das passte ja jetzt eigentlich gar nicht, ne, mit dem Barkeeper. Aber egal. So. Sicher ist da was Praktisches für uns dabei. So. Haben Computer. Unzugänglich. Nein! Siedler, Crewmitglied, ist der denn jetzt dabei gewesen, der Gute? Ich glaube nicht, ne? Ach, verdammter Mist! Ah, okay. Haben wir die Aufgabe doch erledigt? Ich würde das Schiff jetzt gerne entern und dann verkaufen. Ich meine, wenn wir uns schon die Mühe gemacht haben hier. Unzugänglich. Okay. Ja, jetzt nützt alle nichts. Ich glaube, wir müssen zurück. Oder haben wir irgendwie eine Notiz bekommen? Mal eben einmal gucken. Quatsch, ins Inventar wollen wir doch.
Haben wir Notizen bekommen? Hilfe, Notizen. So, Analysedaten. Okay. Jupiter-Analysedaten. Mamas Rucksack-Nachricht. Ja, das haben wir auch schon gelesen. Ich glaube, dieses Ausrufezeichen heißt einfach nur, dass das neu ist, ne? Ich jetzt noch mal reingesinnt ist, nee, ist das ein Aufrufezeichen nicht weg. Aber ich glaube, das ist einfach, dass das neu die Items sind, die wir gerade neu aufgehoben haben. So, ja, nützt alle nichts. Wir können zurück aufs Schiff. Woran denkst du gerade? Etwa an Heldentaten? Nee, ich denke gerade daran, dass ich unschuldige Menschen töten musste. Aber leider haben sie mir keine Wahl gelassen. Abdocken. Haben Sie beim Abschied geweint? Dann fliegen wir mal zurück. Okay, das scheint im Moment nicht zu klappen. Dann machen wir das so. Weit weg, ne? Oh! Öl integriert deines Schiffes, ist niedrig. Fällt sie auf Null, explodiert dein Schiff. Drücke Null, um dein Schiff zu reparieren. Die Reparatur verbraucht Schiffsteile. Mission. Ah, ich muss jetzt mal weg. Verleg dieses Schiff. Ja, würde ich ja gerne. Aber ich habe gar keinen. Oh mein Gott, wir können unser Schiff nicht reparieren. Ich muss hier erstmal weg. Kann ich hier... Oh. Ah, verdammter Mist! Schiffe. Wieso greift die uns an? Achso, die gehört zu uns. Ja, das war mein Fehler. Ah, Kerl. Was machen wir denn jetzt? Wieso stehe ich denn jetzt auf? Ich wollte doch nur rollen. Du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Doch. Genug So, den ersten haben wir schon mal. Du willst dich mit der Queen anlegen? Los, los. Boah, nee. Außenansicht geht gar nicht, finde ich.
weit weg. Oh Mann, ey, wieso habe ich auch keine Healpacks dabei? Dann würden wir das schaffen. Ja, ich glaube, wir müssen noch. Ja, komm, wir versuchen es noch einmal. Na, keine Chance ohne Reparaturkits. Ballern mir so die Hülle runter. Die gehen direkt durch die Schilde. Kann ich nicht irgendwo hin flüchten? Erstmal, komm. Scannen nicht möglich. Ich will da nicht hinscannen. Ich will da hinreisen. Deimos. Weil ich im Kampf bin, komme ich jetzt hier nicht weg, ne? Ah, das ist doch... Komm hier nicht, kann ich hier hin springen oder hier nach X Kurs festlegen. X Sprung, erstmal weg hier. Grafantrieb offline. Ja. Technik Crew zum Antrieb. Oh. Oh, hoffentlich schaffen wir das doch. Neutralisiert das Schiff. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wir kommen später nochmal wieder. Wir besorgen uns erstmal Healpacks fürs Schiff. Aber wo kriege ich die weg? Willkommen im UC-Raum. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir deine Fracht scannen. Okay, wir sind fertig. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Wo bekommen wir Reparaturkits fürs Schiff her? Oh. Das ist aber jetzt... Nee, da will ich nicht hin. Oh. So, Map. Industrieller Außenposten, die Loge. Ja, komm, erstmal nach New Atlantis. Ich glaube, wenn wir ein paar, wie gesagt, wenn wir ein paar Heal-Kits fürs Schiff haben, Reparatur-Kits, dann könnten wir das wohl schaffen. Eine Wahnsinnsstadt, oder? Einzigartig in der Galaxie. So. Da hinten ist erstmal Medi-Center, ne? Komm, wir schauen uns mal hier um. Komm, wir laufen mal ausnahmsweise querfeldein hier. Genau, hier ist Medi-Center. Guck mal, da kann man Klamotten kaufen, so wie ich das sehe. Wir gehen aber erstmal ins Medi-Center. So schlecht geht es mir gar nicht. Du gehst zu diesem Arzttermin. Punkt. Ich... ein andermal. Ich muss noch einen Bericht schreiben. Dein Boss meinte auch, dass deine Gesundheit Vorrang hat. Ich weiß, dass es hart ist. Aber je früher... Keiner da. ...desto besser. Gut. Du hast ja recht. Ich gucke aber noch mal eben... Wir haben doch hier bei den... Hier haben wir, glaube ich, was Neues. Nee, haben wir nicht. Gut. Das weiß ich auch. Ich wünsche nur, dass du nicht so lange warten.
Nein. So. Guck mal, da ist ein A. Nein! Hat keiner gesehen, ne? So. Wir bieten die beste Versorgung in ganz New Atlantis. Zögere bitte nicht zu fragen, wenn du etwas brauchst. Willkommen bei Reliant. Wenn du medizinische Hilfe oder Medikamente benötigst, können wir dir sicher helfen. Okay, hier können wir uns heilen lassen oder Medikamente kaufen. Das müssen wir uns merken. Jeder kennt Reliant, der größte Medizinanbieter in den besiedelten Systemen. Sie bringen die Heilkunde seit Jahrzehnten mit ihrer Forschungsabteilung voran und haben ein Versorgungsnetzwerk für unsere Gesundheit aufgebaut. Ich bin sehr stolz darauf, hier zu arbeiten. Ja, aber das ist ja gar nicht das. Ich hoffe, du bleibst gesund. Das ist ja gar nicht das, was wir brauchen. Wie gesagt, wir brauchen... Sachen. Unser Schiff. Gibt es hier irgendwie einen Schiffshändler oder so? Weil irgendwo muss man doch die Sachen herkriegen. Gerade so Reparaturkits für Schiff. So, da ist nochmal ein Bekleidungsgeschäft. Was ist das hier? Orion Tower, okay. Geöffnet, 49 Stunden. Okay, schauen wir mal rein. Was ist denn das für ein Geschäft? Brauchst du was? Hast aber nicht viel Zeit? Dafür bin ich da. Was hat der denn hier so? Ah, Tabakwaren und so. Und hier sind wir, glaube ich, auch nicht richtig, oder? Glaub es nicht. New Atlantis ist sehr schnelllebig. Würde ich gern sehen, was im Angebot für den Alltag. Ja. Nee, hier sind wir auch nicht richtig. Wäre Quatsch, wenn dazwischen... Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Ich komme mit Sicherheit nochmal wieder. Ach, Kea, wo bekomme ich denn jetzt Reparaturkits her? Verdammter Mist. Centaurien Arsenal. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, hier gibt's Waffen. Aber wahrscheinlich keine Reparaturkits, ne? Dass du durch diese Tür gekommen bist, zeigt schon dein gutes Urteilsvermögen. Das gefällt mir. Herzlich willkommen bei Centaurien Arsenal. Ich helfe sehr gerne dabei, dir ein schönes Einkaufserlebnis zu bieten. Yep. Der Umtausch ist ausgeschlossen, aber du bist mit deinem Einkauf sicher ohnehin zufrieden. Darauf gebe ich dir mein Wort. Lass sehen, was du im Angebot hast. Sieh dich in Ruhe um. Ja, da auch nur Waffen und Munition, ne? Ich habe das Gefühl, wir werden zum Schiffswärts irgendwie müssen. Zu dem Verkaufsautomaten habe ich so das Gefühl. Komm, dann machen wir mal per Schnellreise. Schnell zum ausgewählten Ort reisen, ja. Auf dein Signal fliegen wir los. Nein! Oh, guck mal, unser Schiff hier mitgenommen ist. Oh Mann, da wird die Reparatur wird teuer. Und hier ist jetzt keiner, oder was? Da müssen wir gleich erstmal eine Runde schlafen. Doch, da ist er. Hey, willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Ja. Der Automat ist gleich hier. Okay, klar.
Wir kümmern uns um Löcher, defekte Dichtungen und all sowas. So, Schiff wurde repariert. Und jetzt gucken wir mal. Ressourcen. Nee, nicht verkaufen. Wir wollen doch kaufen. Nein. Wir können nur Items zurückkaufen. Och man, wo krieg ich denn Reparaturkits her? Muss ich die selber herstellen? Das hier ist kein Geschäft, ne? Kann ich die denn selber herstellen? Das ist so auch die Frage hier. Sonst brauchen wir erstmal ein besseres Schiff. Hat man dir schon mal gesagt, dass niemand mehr entdeckt hat als du? Wenn nicht, sollte man das nachholen. Alter, ich schmeiß dich bald vom Schiff. Der geht mir ja jetzt schon auf den Keks hier. So. Ausrüstung, Waffen. So. Gartenbau, Roboter. Okay. Oder fehlen uns auch, wenn dann überhaupt die ganzen Rohstoffe für, ne? Und wer wird mich eigentlich spielen? Vielleicht. Mods für Waffen? Das ist noch blockiert. Ich glaube, da müssen wir erst die hier erforschen, damit wir dann die nächsten freischalten können. Ach, guck mal, hier ist das Material verfügbar. Was? Ja, da fehlt uns aber Eisen, Nickel, Dichtmittel. Kann man das irgendwie markieren, was man braucht? Was heißt denn E wählen? Ach so. Ja, aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal ist jetzt wichtig rauszukriegen, wie wir an Reparaturkits fürs Schiff kommen. Sonst kommen wir hier nicht weiter oder müssen erst eine andere Quest machen. Als Held von Vectella brauchst du deinen eigenen Comic, deinen eigenen Film und deinen eigenen Song. Ja gut, liebe Leute, ich muss mich leider erstmal schlau machen, wie wir das Problem mit den Reparaturkits fürs Schiff lösen. Zeit ist sowieso um sich gerade. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sag mal bis zum nächsten Mal und ich hoffe, dass ich bis dahin herausfinden konnte, wie wir an Reparaturkits kommen. Bis dahin, euer Lataxis. Bye, bye.